Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Abend an alle. Willkommen zurück bei Soulstone Survivors. Es ist früher Morgen, mehr oder weniger, eigentlich ist es Mittag. Es ist verdammt warm. Und wir sitzen hier mit Ganondorf, dem Death Knight. Oh yeah. So, die Runen hatte ich letztes Mal schon genommen. Ich spiele mit mehr Loot, mehr Schaden pro Level bis zu 80%, doppelt weniger XP. Und jeder negative Status-Effekt gibt uns 4% mehr Damage. Skill Tree ist bei ihm nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir Scorching Valley mal hochbringen. Also gehen wir wieder rein. Diesmal Kursstufe 10. Mal schauen, was passiert. So, Ganondorf ist ein bisschen besonders. Er hat ein Pferd, wie man erkennen kann. Was für sein Gameplay bedeutet, dass er keinen Dash hat, dafür ist er deutlich schneller und hat sehr viel Pushback Resistance. Der wird fast gar nicht weggenockt. Allerdings, weil er so schwer, weil er keinen Dash hat, ist es auch ein bisschen tricky, das mit dem Ausweichen. Da wollen wir auf jeden Fall Movement Speed ranholen, damit wir den roten Feldern dodgen kriegen. Gerade wenn die Bosse und so schneller werden. Das Leviathan fällt schon mal raus. Wir holen uns Gift rein. Nehmen wir den Heroic Strike diesmal. Ich warte auf den Quick Strike auch, den sollte der glaube ich mit dem Pool haben. Geht der mit Movement Speed und da wir bei ihm extra schnell werden wollen, ist das eigentlich der perfekte Skill für uns. Oh, naja. Der Doom-Messer mit rein. So, Obliterate, was verteilt das? Weakness. Naja, bleiben wir bei den Standard-Skills wieder mal. Rein. Oh, Area Effect. Feuer. Nehmen wir den Shadow Orb. Der Glacier kann stunnen. Nehmen wir den Glacier mit rein. Und machen den schön groß. So, hier den Frailty zum Triggern. Strike.
Nehmen wir den Roundhouse Festering Strike. Damage für Swing. Damage für Nature. Und wir nehmen Bloodlust mit rein. Nee, kein Leviathan. Habe ich noch nie gespielt. Nehmen wir das mal. Trotzdem schneller. Tickt jetzt nicht sonderlich schnell, oder? Nee, tickt nicht sonderlich schnell der Ray of Doom. Mal gucken, wie es mit Multicast aussieht. Also, okay. Bloodlust einmal heller halten lassen. Nur Magnet rein. Area of Effect. Gut, dann buffen wir den Ray of Doom halt hoch. Nimm den Thunderclap statt dem Glacier. Und dann können wir den Confusing Strike auch mit dem Quick Strike ersetzen, weil der Thunderclap beides macht, was wir davor hatten. Der hat jetzt Weakness und Stun. Das sind die beiden Skills, die wir rausholen. Okay, ja. Multicast triggert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da literally Roundhouse Laser. Okay, das gefällt mir. Das sieht cool aus. Frage, wie nützlich das ist natürlich. Sehen wir am Ende, wie viel Schaden der macht. Bisher haben wir nur Area und Multicast bei ihm bekommen. Ich versuche mal zu dashen. Das ist natürlich komplett Quatsch. Ich habe keinen einzigen Thrust bisher. Doch, habe ich gesehen. Die Dagger waren da. Damage für Nature. Bit. Potency macht uns schneller und Area wird ein Rot. Da haben wir ihn, den Quick Strike. Statt ihm hier Heroic Strike war's. Confused. Multicast für Nature, okay. Multicast für Frontal.
den Skills bin ich eigentlich zufrieden. Ich glaube, die können wir locken. So. Symbol. So ein bisschen schneller. Jetzt muss ich nicht dashen können. Da bin ich tot. Und jetzt kommen die Level ab. Gute Cast Legendary Area for Protected Frontier. So, dann haben wir das geschafft. Natürlich unlucky, dass ich dann noch gestorben bin. Aber machen wir weiter. Bleiben wir bei den Skills, die wir haben. Immer schön hydrated bleiben. Tötet mich nicht. Jetzt die neue Platte kurz aufmachen und so. Entspannen.
Gameplay. Mal schauen, wann wir uns bewegen müssen. Jetzt. Wo sind die Mages da? Alles nicht so gut gerollt. Okay, mittlerweile stackt der Doombolt doch schon ganz gut. Der Doomlaser. Wenn ich es richtig sehe, macht es immer 5er Tricks. Das ist nicht zu schlecht. Wie hat. Was hat mich angekommen? Egal. Damage Increase für Lasting. Ja. Und Multicast Legendary. Attack Speed. Giftstärke, Damage Increase für den X-Strike. Den Blitz hier, den Thunderclap, den will ich eigentlich nur für den Stun haben. Machen wir den Laser größer. Damage braucht der Clap jetzt nicht. Macht Boom, das ist sehr schön. Und bei Crit ran, 60%. Wir machen alles größer. Schön, wurde genukt. Slow, das kann weg. Damage Increase für Physical, rein da. Movement Speed. Wir casten alles schneller. Giftstärke.
Attack Speed für den Stun ist natürlich gut. Machen wir uns noch schneller. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier so komisch laufe, ich bin schon wieder am Alpen. Es ist so komisch, die Hitze macht mir echt zu schaffen. Ich wünschte, es wäre etwas kühler und ich könnte den ganzen Tag im Bett liegen. Oh. Oh. Ja, der Laser ist witzig. Ich bin so tot. Damage Medical und noch Doppel Legendary Damage für Medical, okay. Müssen wir mal Crit ran. Macht der überhaupt Damage? Nein. Er verteilt nur Doom aus. Das ist natürlich RIP. Das nächste Mal, wenn ich Damage Increase für den nehme, schaue ich mal. Aber ich bin mir glaube ich ziemlich sicher, dass die ganzen Damage Increase Sachen nicht die Status-Effekte von den Berger machen.
Das heißt, bei ihm ist es gerade komplett wasted gewesen. Aber unser Bloodburst sollte ein bisschen geboostet worden sein. Gen, wenn wir mit rein hatten wir noch nicht. Multiclass ist mal schön. Ja, okay. Ich mache ihn nochmal größer. Aber es wird nochmal Damage kommen. Surely. Nimm Damage rein, Multicast für den Quickstrike. Und er actually nicht mehr. Kein Damage mehr für den Doom Ray. Ich hab gewusst, dass ich tot bin an der Sekunde, an der ich stehen geblieben bin, plötzlich. Ich habe aus Versehen die entgegengesetzte Richtung gelenkt. Und die Charaktere haben hier eine Beschleunigung. Man ist nicht sofort auf 100% Speed. Da war es klar, dass ich dann tot bin. RIP. Schade. Area bei dem hochgemacht. Ja, der Schaden von ihm levelt halt mit dem Skill-Level mit, aber ich glaube nicht mit dem Damage-Modifier. Finden wir noch raus beim nächsten Versuch. Das war der Death Knight. Haben ihn nur auf Level 8 bekommen. Wir spielen nächstes Mal direkt nochmal mit ihm.
Ach, was soll's. Gehen wir nochmal rein, ne? Eine Stufe höher. Wir wollen es ja hier mal auch hinter uns bringen. Dass wir auf Kurs 48 kommen in den nächsten Tagen. Banger Song. Da ist er wieder, der Ray of Doom. Flurry erstmal. Weirdes Movement von mir. Damage increase for Shadow Zone. Also, der Schaden wird halt ein bisschen hochgehen. Ah, das ist schwierig zu sehen. Weil das Skill Level geht davon ja auch hoch. Das heißt, ein bisschen Damage wird er kriegen. Aber 30%, der sollte jetzt mindestens 60 Damage hochgehen. Plus ein bisschen vom Skill-Level. Also. Das sollte wohl schon die 300 knacken. Mal gucken. Okay, nee. Auf 265. Mit 30% Damage Modifier. Der hatte 200. Was war's? 40? Oder so davor. Wir über 200. Das sind nicht 30% Damage mehr. Okay. Also, wenn die nur Effekte triggern und keinen Damage an sich machen, dann bringt Damage Modifier auch nichts. Gut zu wissen. Aber selbstverständlich bringt Multicast und sowas
Weil man will die halt viel haben und schnell haben, damit sie möglichst oft blocken und das Skill-Level von denen hochgeht. Nehmen wir die Chaos Golems rein. Leviathan wollen wir hier nicht. Obwohl, spielen wir diesmal ohne Quick Strike. Was meint? Dann muss man cyclen. Machen wir mal schneller. Nehmen wir Bloodlust rein. Mit dem. Rallt ja den noch gar nicht. Nee, diesmal nicht der Quick Strike. Wir können mal gucken, dass wir viel Boom stacken. Die Golems das so ein bisschen Aggro ziehen. Das ist ja irrelevant, also Quantity ist so oder so geiler. Dann stacken wir Doom und unsere Golems machen mehr Schaden. Werden unser Damage. Das ist das einzige, was wir brauchen, Attack Speed. Ein Area Modifier, damit unsere Skills stärker werden. Die Effekte von denen. Und Damage packen wir komplett auf die Golems. Dann sollte Doom Dick triggern und die Golems regeln den normalen physischen Schaden. Der macht aber Damage, glaube ich. Nein, macht er auch nicht. Ja, dann brauchen wir bei dem auch kein Damage. Der Crypt. Cursed. Ah, Cursed ist Doom, aber als AOE. Nehmen wir natürlich rein. Das ist ein Thunderclap. Cursed ist quasi das Rock von Poison oder das Melting von Burning. Jetzt gehen wir mal die Debuffs und dann eine bessere Version von den Debuffs. Area-Effekt von Area-Skills, aber das ist nur der Bloodburst. I mean, das macht es auch einmal hoch. Nehmen wir einmal rein, weil wir Minions haben, dass die da besser getroffen werden. Shadow Spikes? Unsere Skills machen gerade alle keinen Damage, die verteilen nur die Debuffs, das ist ja erstmal was wir wollen. Die würden Damage machen tatsächlich. Aber wir sind zufrieden so, wir lassen das so. Machen wir Potency von den Buffs so. Irrelevant, wir machen Doom stärker. Ah, da wollte ich gucken jetzt eigentlich, ob Doom bei den Skills auch hochgeht. Oder generell, weil habe ich noch nie rausgefunden, wie Doom funktioniert, also generell die Debuffs funktionieren, ob die sich untereinander hochstacken oder ob die individuellen Damage machen, man es nur bei der einen Debuff einmal sieht. Eine Zahl für alles, obwohl die separat stacken.
Multicast für Lasting, das ist natürlich gut. Wird in dem Fall auch nur für die Golems, beziehungsweise wenn wir critten mit einem Skill, ich denke mal schon, dass die On-Hit auch critten können. Ich weiß es nicht. Sehen wir dann, wenn wir dann Weakness auf die Gegner kriegen durch Crits, ob wir das auch triggern oder nur die Golems. Machen wir alles größer. Nice. Oh, schnell weg hier. Multicast für Shadow Skills. Increased Duration. Ja, nehmen wir nochmal mit. Giftstärke, Multicast. Ich habe wieder nicht geguckt, nächstes Mal denke ich an. Dann kann man ziehen. Damage ist irrelevant. Crit Damage für die Golems. Richtig dick Doomstacks jetzt hier. Damage für Chaos. Ist das nicht Chaos? Ja. Warum wird das jetzt nicht mehr geheilt? Okay, jetzt. Wird verwirrt. Ja, komm, gucken wir mal rein. Die Frage, ob es um 89 hoch geht. Also an sich, wenn wir das triggern, ja. Schauen wir mal, wie triggern die alle. Okay, der hat jetzt 400 fast genau. Der hat 370. Wie viel geht's hoch? 89. Okay. Nehmen wir das mal. Hat sich nicht geändert. Also geht das hier bei den Pummel nicht hoch. Oder es geht auf einen Ich habe natürlich nicht geschaut, ob es auf einen Random Skill geht. Auf den Pummel nicht. Der hat auch fast 400, genau. Das ist immer noch so. Da habe ich nicht drauf geachtet, ob der 600. Cool, müssen wir im VOD sehen? Ich glaube nicht. Also das geht schon mal nicht hoch. Der Damage. Okay, achten wir jetzt nochmal drauf. 403? Okay, hat der Base Damage jetzt bei denen gewirkt? War das vielleicht nicht... Gehen die vom Base Damage Modifier? What?
Ja. 403, 432 und 691. Hat sich nicht geändert. Sollen wir nochmal den Base Damage Modifier nehmen? Schauen wir mal, ob es da von allen hochgeht. Okay, ja. Wir machen On-Hit-Effekte, die triggern wir. Das heißt, die Sachen lohnen sich schon. Das sind nicht nur die Golems, die was triggern, auch wenn wir keinen Damage machen. So. Es sieht immer so gut aus, wenn die auf einmal platzen. Hast du es geschafft? Multicast rein, Frailty diesmal. Ein Magnet. So, hier nehmen wir den Powerful Strike. 720, 450, 420 und Curse 600. Tatsächlich, da scalen sie. Okay. Das war sehr komisch, weil das waren 10%. Nee, Quatsch. Kommt hin. Okay, okay. Ja, das passt. Okay, aber der Damage Increase an sich hatte nichts gemacht. Aber das ist unser Base Damage Modifier, auch wenn das, also steht Damage Modifier, aber es ist generell. Und der Damage Modifier von denen ändert nichts an der Zahl. Das ist sehr komisch. In den Crit rein. Die Laser. Wenn wir auf viel Multicast gehen und Attack Speed bei den Lasern, da haben wir irgendwann einfach nur einen bunten Kreis. Darauf will ich hinaus. Den Tornado machen wir größer, Da das alles bufft, mal nehmen wir es rein. Und wir haben eine Chance, Bleed zu verteilen. Und Crit. Ist ein weiterer Debuff. Frailty, Magnet. Doom und Area. Area natürlich. Ein Doomstack reicht für das Erz.
Area of Effect for Chaos hilft den Golems. Increased Health, damit sie deutlich mehr leben. Ich glaube, sie sterben eh nicht wirklich gerade, aber kommt, dafür leveln sie auch hoch, kriegen mehr Schaden. Die casten alles schneller. Und Slow hatten wir noch nicht. So, wir wallhacken hier. Oh. Wenn aber auch embottet. Sehr schön. Multicast für alles, Multicast für die komischen Orbs. Damage für unsere Golems. Wir machen den Slow nochmal stärker. Duration für den Buff brauchen wir jetzt nicht unbedingt, das kommt schon. Frailty hoch. Area of Effect. Okay. Oh, da können wir auch Leviathan. Ich nehme noch einmal nehme ich das hier noch und gucke. Ray of Doom. 561. Bin ich doof? Das ging hoch, ne? Der Schaden. Er ging nur nicht um genau die Prozente hoch. Ich bin besoffen. Natürlich bringt es auch was Damage zu nehmen. Eskaliert nur irgendwie geringer bei den Statuseffekten. Ich hab's ja davor schon getestet. Ach, egal. Wir nehmen Multicast für alles und wir nehmen Area für alles mal. Dann nehmen wir Damage. Ich bin ein Held hier, meine Güte. Mindestens um das Level von dem Skill auch mit hochzukriegen. Was natürlich sein kann, dass das jetzt nicht am Damage Modifier lag, sondern einfach nur, weil das Skill Level hochging. Aber nonetheless ist es mehr Damage. Yo, was ist das? Wir casten schneller. Leviathan 20%. Wir sind hier bei 929. Geht hoch. Sogar ordentlich, okay. Okay. Und Feuer hatten wir gehört, aber machen es. Irrelevant. Increase Protection. Aber dass die Golems hochgehen. Flagebearer rasiert hier die Doomstacks. Oh, da bin ich am Sterben. Hab nicht gesehen, was da ist. Er klopft bei 600 Doomstacks rein und ist tot. Das sieht schon ordentlich aus. Machen wir Damage. Und Potency. Der ist auch hinüber. Ich traue mich nicht da reinzugehen. Geht schon. Nice. Wie dunkel es hier einfach wird. Die Effekte. Holen wir uns. Haben wir Gift schon? Haben wir. Machen wir uns ein bisschen schneller. Wir casten schneller. Fragile. Wir nehmen Doom hoch und wir nehmen Doom. Je stärker ein Effekt triggert einen Effekt, ist gut.
Agile nehmen wir rein. Die Propheten lacht. Oh, der weg. Der will uns lasern, aber wir haben ein paar Laser mehr als er. Außerdem können wir ihn immer noch wallhacken. Ah, gut, wir damit können auch überschießen. Aber die Golems tanken. Sehr schön. Da ist er weg. Propheten wird gelasert. Das ist witzig, der Bild. Und erstaunlich schnell. Ich hab Doom langsam in Erinnerung gehabt. Machen wir uns ein bisschen schneller. Damage. Area of Effect. Und schneller casten. Doom immer so schwer abzuschätzen, wie viel Schaden man gerade macht. Weil die halt kein Leben verlieren, die Gegner. Die sind einfach nur plötzlich weg. Da muss man, also anstatt auf die Lebensbalken zu achten, muss man abschätzen, wie viele Stacks die brauchen. Er hier zum Beispiel 60, 70 Stacks für so einen Mage. 150 Stacks, na 120 Stacks für die Großen. Und wir stacken ziemlich schnell, also... Boah, hier ist einfach nur dunkel. Oh no. Splatoon. Und ich drehe mich auch indirekt, I guess. So, die mit tanken hier. Und die demolischen den Golem. Da war Defense doch gar nicht so unnütz. Sonst wäre er doch schneller gestorben. Expansive, wir casten ein bisschen schneller und wir machen erstmal Area noch weiter groß. Golems Area, Golems Damage. Saftig. Und ich spiele hier schon mit wenig Visuals und trotzdem sehe ich bei den Vortex-Dingen dann einfach nichts. Boah, ist aber dunkel hier. Wenn die Vortex-Teile mit den Tornados stacken, ist auch nur schwarz. Area of Effect für Physical. Nehmen wir mit. Macht die Golems höher. Macht den uns schneller, weil sie den Skill Buff auch eins hoch macht, das Level. Wir buffen die Golems einfacher und die Golems hitten deutlich weiter. Powerful Strike nehmen wir rein. So, mal gucken, wie viele Stacks die jetzt brauchen. 100 Stacks für die Großen jetzt. 90 war der letzte Tick, 93 glaube ich. Dann war er tot, hast du nicht gesehen, ob es nochmal getickt hat. Und er dann starb oder da. Auf jeden Fall gute 20, 30 Stacks weniger jetzt. Der Schaden ist schon mal schon hochgegangen. Das sind ja schon die letzten Bosse hier. Quantity, sehr schön. Wir machen Crit rein, Damage Increase und Damage. Und wir brauchen die. 300 Stacks für die dicken Gegner. Er hier ist bei saftigen 700 Stacks gewesen gerade. Da sind wir doch ganz gut unterwegs. Nehmen wir das doch rein. Multicast für alles.
Weil wir... Klar können wir dann auch crippen und damit auch... Weakness applyen. Und damit stacken wir dann Doom eigentlich doppelt so schnell hoch, das... Eine E-Mail bekommen. Irrelevant. Sieht aus wie ein Fake. Crit Damage? Ich glaube nicht, dass Doom critten kann an sich. Das halte ich für echt unwahrscheinlich. Dafür ist ja der Skill wohl auch mit da, wenn man auf Effekte geht, dass wir die Skills doppelt applyen, den Debuff. Das ist ja dann quasi ein Crit. Also, um uns Leben. Ich habe noch nie auf Tank gespielt. Könnte man mal machen. Auch komplett Doom und Tank. Auf wie viel Leben man da so realistisch kommen kann. Mal Magneten. So, die brauchen 200, 250. Natürlich nicht, wenn die Golems mit draufhauen. Ja, machen wir mal Doom stärker. Potency ist natürlich interessant. Multicast. Oh, ich bin stuck in einem Baum, den ich da nicht so ganz gesehen habe. Ich sehe. Der steht da mitten in den Vortex-Dingern. Naja, schön. Okay, der ist plötzlich weg. Ja, das decken wir gut rein hier. Mein Gott. Multicast. Ja, wir machen weiter Multicast hier rein. Okay. Attack Speed hier. Area of Effect. Multicast für Shadow. Und Damage. Okay, für Science. Es geht los. Wir machen's. Wir ranken den Regler auf 100%. Let's go! Yeah! Das ist mal ein In-Your-Face-Effekt. Ich meine, sie... Okay. Toll. Die Gegner sind einfach nur weg. Oh, die Golems machen hier so einen Earthquake. Oh mein Gott. Jawohl, das ist Doom, literally. Ja, viel Spaß da, die roten Felder auf einer hohen Kursstufe zu sehen. Let's fucking go. Machen wir Damage rein. Hypothermie haben wir gar nicht. Das ist das Screenshot. Pass auf. Sehr schön. Ah, ich kann nicht dashen. Was ist denn da schon wieder da? Alles schneller casten, da sehe ich uns. Das ist jetzt, naja, aber Feuer haben wir. Macht bei uns nicht viel. Machen wir uns tankiger, wenn jetzt so eine Option da ist. Multicast.
dachte gerade, das ist eine Wand da, aber es waren die Golems. Nehmen wir mal Kit. Multicast Legendary. Für die Nados. Das ist, was wir sehen wollen. Ja, wir haben gerade einen guten Run. Ich mache die Effekte wieder runter. Ich mache sie später wieder rein. Wir stacken hier nochmal ein bisschen hoch. Ich will nicht jetzt schon sterben. Ich mache sie nochmal ein bisschen weiter runter. Ja, meine komplette Bildschirm ist ein bisschen dunkel. Area of Effect. Oh, Damage für Doom Skills. Shadow Money. Uiuiui, da muss ich aufpassen. Ich vergesse immer wieder, dass ich nicht dashen kann. Increased Duration brauchen wir nicht. Boom zu Days. Multicast und Multicast. Wir sind hier bei Multicast Heaven. Oh, da werden angegriffen. Spin to Wind. Wie auch. Und ist der Chaosbringer. Der hoffentlich zu uns gerannt kommt und nicht in die Cluster spammt. Der war immer noch am Cluster-Spam. Mein Gott, der macht ja nichts. Jetzt rennt er. So, da kriegt er Stacks ab. Und Golems fangen an, auf ihn zu hauen. Damage Increase und schneller casten. Damage und Damage. Oh. Oh. Wir verteilen hier Doomstacks wie blöde. Ja, das stackt sehr schön hoch. Oh, der Laser. Der geht runter. Sind wir weiter. Damage für alles, Damage für alles. Machen wir uns ein bisschen schneller. Quantity perfekt, Multicast. Und Area perfekt. Machen wir einmal die Stage mit null Effekten.
Auch sehr interessant, weil jetzt sieht man legit nichts. Ist für die Frames, wenn man auf späteren Stages spielt, witzig, weil wenn man eh alles Fullscreen hat, ist es auch egal, ob bei Skills, die man zielen muss, weil hier ist es komplett egal. Ich habe ja überhaupt nichts zum selber zielen. Dann kann man das so machen und ihr seht, es funktioniert problemlos. Wenn jetzt mal Gegner kommen irgendwo, da die stacken trotzdem. Und so können wir natürlich viel besser sehen, was abgeht. Und in der nächsten Stage mache ich natürlich die Effekte wieder an. Wir holen uns. Ja, wir holen uns Crit. Wir holen uns Crit. Mal neu. Uiuiui, das wäre knapp gewesen. Das war Alfred. So, da ist noch ein Feuerfeld drunter. Können wir uns aber eh erstmal sparen. Und die nächsten Bosse da. Wow, das war wieder Alfred. Projection, Desperation, wir machen uns schneller, Damage und Multipass. Boah. Oh mein Gott. Schön uns fokussieren. Und alles noch größer, wir holen uns ein paar Leben wieder. Multicast. Feuer, Casebringer, Feuer. Okay, die Prophetin ist dabei. Die soll uns bitte nicht lasern. Okay. Crit. Reroll. Naja. Golems machen auch gut Work. Okay. Wir haben Crit voll. Carsten, Crit brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, ich darf das nicht machen. Uiu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 i, ich passe ins Griff rein. Golems bitte tanken.
Sehr schön. Alfred macht mir Angst. Vor Alfred habe ich Angst. Machen Tod und Sio, wie machen wir jetzt schön schnell hier? Doom. Area. So, wo kommt Alfred angerannt? Der ist unten. Wir müssen die Prophetin hier mal damit kriegen. Alfred ist noch da. Und nur noch die Incantation of Ice. Yes, boys, let's go. Die Level Ups, wir nehmen Damage. Magnet. Nochmal einen Schock hatten wir noch nicht. Und dann cranken wir die Effekte jetzt wieder hoch. Es war ein guter Run, Jungs. Und Mädels. Ich verabschiede mich. Das wollte jetzt so zugrunde gehen, ja. Ja, imagine, man wüsste, in der Minimap wäre jetzt an dem Punkt doch, gell? Ich sehe kaum, wo der Weg ist. Oder wo Wände sind. Darf nur nicht stuck werden. Backtracking ist auch gefährlich. Man sieht so grob Spikes. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Stehen bleiben. Was wir brauchen. Gegner, okay. Ich komme die Bosse. Ja, da hat mich schon einer getroffen. Oh mein Gott, die Kohle! Der wirft hier was auf mich. Okay. Das wird schon wieder zurückgekommen sein. Und der Plague Bearer. Oh ja. Der Plague Bearer macht halt leider überall Gift. Und ich sehe nicht, wo das Gift ist. Keine Chance. Alfred trifft uns hier auch. Schade. Sehr, sehr witzig. Die Pups hier oben stecken sie auch zur Hölle. So, jetzt gehen die Divas langsam runter. Da haben wir gesehen, so jetzt hat das Ganze nochmal geprockt. Das heißt, die hatten wir alle schon so Half-Life ein bisschen weniger. Nicht schlecht. Gut, Level, das war ein witziger Run. Die Chaos Golems haben viel Damage gemacht. Ja. Aber die Rays of Doom, das hat auch echt gut gestackt. Okay. Die waren equal. Nicht schlecht. Sehr, sehr witziger Run. Was hat uns getötet? Die Prophetin?
Ich weiß nicht mal, ob das der Laser war. Das kann alles von ihr gewesen sein. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja. Wieder ein langes Video. Hat euch gefallen. War entertaining, you know. Witziger Bild, erster Run war, zweiter Run hat funktioniert. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao.